Man kann sagen, das ist ein Involutionsvorgang. Involutionsvorgang. Ja? Und das geht dann so weiter und so weiter und so weiter. Und dann kehrt sich das Ganze um. Und dann haben wir so mal betrachtet eine Evolution. Ja? Wir haben in uns einen Archetypen, meine Lieben. Da soll es hingehen, in die Vollendung, denn dann können wir ein Gott im Werden sein. Und das ist dann zu vergleichen mit einem Samen oder die Eichel von einem Eichbaum. Und in ihr ist bereits der ganze Baum. So ist in uns der Archetyp, der sich entwickelt. Ja? Und mir kann doch keiner sagen, dass nur aus dem Erdschlamm, dass das genügend Energie bringt, um an einer Eichel einen Eichbaum zu machen. Oder aus einem kleinen Samen einen Riesenbaum. Ist doch Unsinn, meine Lieben. So gut füttert niemand. Niemand. Es ist die Monade, die sich von innen nach außen entwickelt. Nicht wahr? Und die jetzt diese Strukturen ergreift und sie immer weiter erweitert und so weiter. Und das verstehen eben, das verstehen die Wissenschaftler nicht. Die sagen jetzt, aha, also aus diesem kleinen Samen und ein bisschen Erde wächst dann ein Riesenbaum. Macht überhaupt keinen Sinn. Wie soll denn das funktionieren? Ohne eine von innen treibende Kraft, welche der Wissenschaft völlig abgeht. Irgendwann werden sie vielleicht dafür bereit sein. Diese treibende Kraft ist die Monade. Ja, man kann natürlich auch sagen, diese Worte Involution und Evolution, man kann auch sagen, wenn die Monade sich von innen nach außen ausbreitet, ist es ein Evolutionsvorgang. Von innen nach außen, so. Der evolviert und dann wieder involviert. Kommt halt darauf an, von welcher Seite man aus man das sieht. Und es gibt, wir wissen das, wenn wir. Man kann gar nicht oft genug, meine Lieben, zu diesem Urgrund und auch dieses Wiedererwachen des Universums vor etwa 150 Billionen Jahren kommen. Da sehen wir, dass diese sieben Ebenen des Daseins, die sind das Feld für die Entwicklung. Das ist eine Lebenswelle Nummer eins und dann kommt eine andere. Ja, wisst ihr, diese Lebenswelle Nummer eins, das kann man sagen, ist die Supermonade, die alles einteilt. Lebenswelle Nummer zwei sind dann diese vielen Jivas und Monaden, die den Urgrund verlassen und auf der ihnen entsprechenden Ebene Platz nehmen, sich da umgeben mit den entsprechenden Formen. Und das ist natürlich dann verbunden, ja, mit Freud und Leid. Wobei Mahatera Dr. Georg Grimm eigentlich völlig recht hat, es gibt eigentlich nur Leid. Wenn man es gar nicht mal so hoch emotional, nein, nein, wenn man es mal ganz verstandesmäßig betrachtet, es gibt eigentlich nur Leid in der Welt der Manifestationen bis zum höchsten Himmel. Dieses Leid ist bedingt durch die Vergänglichkeit. Wer ihr entrinnt, entrinnt dem Leiden. So einfach ist das und so schwer. Weil ja für viele Menschen sagen, auch eigentlich war gar nicht so schlecht. Also gestern war das ganz wunderbar und dann habe ich das gemacht und jenes. Vom höchsten Standpunkt aus hat er sich nur für eine neue vergängliche Existenz bereit gemacht oder qualifiziert, kann man sagen. Und die ist eben leidvoll, weil sie vergänglich ist. Ja? Man fragt immer, wir wissen, dass wir uns gelöst haben vom Mineralreich, Pflanzenreich. Pflanzenreich gelöst, Tierreich gelöst, Menschenreich gelöst, Engelsreich und so weiter wird alles kommen. Aber was ist denn so diese höchste Entwicklungsstufe, hierarchisch kann man sagen? Also was wäre das höchste Mineral? Könnte man sagen, Juwelen. Ja, also ein Juwel ist. Wie soll ich sagen, der höchste Bewusstseinszustand einer Monade im Mineralreich. Diesmal hier gesagt, ein Juwel. Wo ist der höchste Zustand bei den Pflanzen? Bei den Rosen,
bei den Gladiolen oder schönen Blumen, an sich in den Bäumen. Monaden in den Bäumen sind bereit zum Tierreich. Und da ist große Kraft in den Bäumen. Geht dann zu einem Baum und umarmt ihn. Ihr habt seine Energie, meine Lieben. Ja? Was ist die höchste Stufe, meine Lieben, für die Monade im Tierreich? Welche Art von Tiere sind bereit für das Menschenreich? Wer weiß es? Haustiere? Ist doch ganz klar. Denn die sind ganz dicht am Menschen. Die können gar nicht dicht genug dran sein. Die wollen zum Menschen. Warum? Die Monade will hin. Sie will weiter. Sie will weiter. Die will nicht immer dort bleiben. Die will ins Menschenreich. Das ist eine Transmutation. Dieser Quantensprung ins Menschenreich. Bereit wurden die durch viele Erfahrungen in den anderen Naturreichen. Und da ist dann, sagen wir, Lebenswelle 2 und dann kommt Lebenswelle 3. Das entwickelt dann das Ich bin dies und jenes. Natürlich auch ein großer Irrtum, aber immerhin ist es ein bisschen höher zu sagen, ich bin ein Stein. Umgekehrt, ist es ein bisschen höher zu sagen, ich bin ein Mensch, als wenn ich sage, ich bin ein Stein. Ja? Der Mensch wird nicht mehr sagen, ich bin ein Stein. Aber der Stein, oder andersrum, der Mensch wird nicht mehr sagen, ich bin ein Tier, obwohl es viele noch sind. Das Tier aber wird vielleicht sagen, ich möchte ein Mensch sein, die Monade. So sieht das aus. Ja? Alles drängt hin. Und wohin? Ach, meine Lieben, durch die 7 Strahlen zurück zum Urgrund. Sind wir doch mal ehrlich. Dahin gehen wir. Dann werden wir doch immer wieder geschubst, oder? Also, alles kommt von Gott, kann man dann sagen, alles geht zu Gott. Und wir haben ja, natürlich wird man nicht fragen, wie kommt es, dass die Tiere ins Menschenreich gehen, beziehungsweise die Monaden. Oder die Monaden von den Mineralien kommen ins Pflanzenreich, wie soll das funktionieren? Mit den Skandhas, mit den permanenten Atomen. Schaut mal, wenn im Mineralreich, sagen wir mal, ein Mineral zerfällt, ja, gut, zerfällt. Nach 1 Million Jahren oder was, völlig egal. Irgendwann zerfallen die Steine, zerbröseln sie. Die Monaden sind frei. Die manifestieren sich dann in eine etwas höhere Mineralstruktur. Zum Beispiel. Wie können sie das tun? Indem sie den Verlangensaspekt sozusagen, dass sie Mineral waren, aber weiter können. Das ist ja auch diesen Drang weiter zu wollen. Das ist ja in den Skandhas. Auch Mineralmonaden haben Skandhas in den permanenten Atomen. Ja, da ist das gespeichert. Und es findet dann eine Verschmelzung statt, meine Lieben, im Falle des Tierbewusstseins, ja, oder des Menschenbewusstseins, immer durch diese permanenten Atome. Ja. Und da gibt es Zwischenzustände dann, die vielleicht nicht ganz so entwickelte Menschen haben. Aber das kommt dann mit der Zeit. Und so entwickelt man sich immer weiter getrieben. Wovon? Von Verlangen. Wir haben Erfahrungen, meine Lieben, die uns schaden könnten, die wir in niederen Reichen gemacht haben. Dafür hat der Körper und das Gehirn das Unterbewusstsein. Ja, da sind die Instinkte drin, da sind auch Triebe drin. Manchmal Triebe, die uns überwältigen, die sind im Unterbewusstsein. Ja. Und die meisten Menschen, meine Lieben, sind mit ihrem Unterbewusstsein verbunden und immer wieder Opfer ihrer Triebe. So. Die sagen, ja, ich habe es doch gerade gehört, Lanou hat es gesagt, Unterbewusstsein, das sind die Triebe. Es gibt aber nicht nur das Unterbewusstsein, sondern wir haben auch ein Überbewusstsein, ein Superbewusstsein. Und das ist eben in den entsprechenden Gehirnzellen, die aber bei vielen Menschen eben durch die tägliche materielle Ausrichtung und das
immer wieder versinken in den Sinnen, ist dieses Überbewusstsein, dieses dritte Auge, diese Zirbeldrüse, diese Hypophyse ist eben nicht richtig aktiviert und funktioniert sporadisch, blitzmäßig manchmal und so weiter. Ja? Tja, was erweckt dieses Überbewusstsein? Kann ich euch gleich sagen, Keuschheit. Wer macht das schon? Ja? Weil irgendwann wird sich Kundalini dann unten aufstauen, wird nach oben gehen und wird die Hypophyse aktivieren und wir sind dann mit Gott verbunden. Das ist ja der Sinn, warum die Mönche und Nonnen keusch sind, es aber leider immer nicht, manchmal nicht schaffen. Denn sie wollen, ohne es zu wissen, weil sie ganze Lehre nicht kennen, ja, sind sie mit einer Gewalt konfrontiert, mit einer Energie, mit der sie gar nicht umgehen können, die sie dann verschlingt. Ja? Wer aber davon weiß, der versucht zumindest Maß zu halten, meine Lieben, geht doch, Mittelweg, ja. Und da ist natürlich die Intuition sehr gewaltig und das kommt eben durch Meditation und durch die entsprechende Lebensführung, ja. Also natürlich, ja, kein Alkohol, kein Fleisch, das wäre damit verbunden, ja. Und das Überwinden der niederen Triebe. Wenn wir die Triebe nicht überwinden, überwinden sie uns. Man kann ja seinen Trieben nachgeben, sage ich mal, damit wir nicht so den Fehler machen wie der eine junge Mann. Wir kennen die Geschichte von Mahathera Dr. Georg Grimm, der auf die Alm geht mit dem Buch und dort 3 Monate hat auch keinen Sex, nichts und liest nur das Buch und kommt plötzlich die schlimmsten Dinge in ihm auf. Ja. Ja, weil er eben nichts weiß vom Hüter der Schwelle und er wurde ja gewarnt von Mahathera. Also, man kann schon sagen, die meisten Menschen sollten sich durch den Mittelpfad hin entwickeln zu dem Gott, der sie sind. Und dann erwacht auf das höhere Selbst, das wir Ego nennen. Wir. Nicht das allgemeine Ego gemeint, das so die Menschen da sagen. Wenn einer sagt Egoist, das meinen wir nicht. Uns, Buch des Lichts, ist das Ego, die Verbindung zwischen Körper und Monade zum Beispiel, ist das höhere Selbst. Ja? Wann kommt der Tod? Meine Lieben, es ist ganz klar. Das wird manchmal geleitet, wenn die Sache einfach nichts mehr bringt. Viele wissen das nicht. Wenn die Sache nichts mehr bringt, wenn der Körper keine Entwicklung mehr bringt, die zu oder nicht mehr in der Lage ist, diese Kundalini-Transformation, diese Vergeistigung, wenn ein Mensch nicht mehr in der Lage ist, sich weiter zu vergeistigen, kommt meist der Tod. Das kann dann auch Meister gewollt sein, darf der Meister tun. Denn der Körper beschränkt da. Also wird ihm ein neuer Körper gegeben, wo er es wieder versuchen kann, durch Geburt. Ja? Der Körper verschwindet, aber wir haben immer noch die astralen Energien, die Jivas, die Skandhas und die mentalen. Ja, so die gehen jetzt auch immer weiter weg, die verschwinden auch, denn, wenn wir sagen wir mal, wenn nach dem Tode das Ego auf diese schöne hohe Ebene geht, wo alle Egos glücklich vereint sind, gibt es ja keine Trennung mehr und so, ja, die wollen ja diese Situation in der getrennten Welt auch erzeugen und kommen dadurch immer wieder, so jetzt kann man sagen, wenn der Mensch, der physische Körper gestorben ist, dann versterben nach und nach mehr und mehr die astralen, die mentalen Ebenen nacheinander. Geht das weg. Ganz weg? Wer weiß es? Nein. Es verbleiben dann wirklich die, von denen ich gesprochen habe, die permanenten Atome, die Skandhas. Und das sind ja wie Magneten, meine Lieben. Die manifestieren sich um den befruchteten Schoß, wenn die Zeit gekommen ist, ziehen die Wesenheit wieder rein und die neuen Hüllen werden erbaut, können wir sagen, geschaffen oder verursacht durch die Energieverlangensschwingung der permanenten Atome. Also, was uns zurückbringt, ist unser eigenes Verlangen. So einfach ist das an und für sich. Die wirkliche Wahrheit ist so einfach, wie Goethe schon manchmal sagte, dass der normale Mensch sich ärgert, dass sie so einfach ist.